Frisch und erholt sind Ilan und ich wieder zurück aus unserem Urlaub und wie versprochen gibt es heute für euch unser Erfahrungsbericht-Video zu unserer Trockentrenntoilette von Trobolo. Wir haben ja schon mal unsere Toilette vorgestellt in dem ersten Video, in dem wir vor allem auch darauf eingehen, was ist überhaupt eine Trockentrenntoilette, warum wollten wir eine in unserem Tiny House haben, warum ist es dieses Modell geworden, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das bitte vorab an, bevor es hier zu unseren Erfahrungswerten geht. Wir verlinken euch das gerne nochmal. Wir möchten uns nämlich heute wirklich nur auf unsere erste Erfahrung nach knapp 2 Monaten Nutzung konzentrieren und darauf eingehen, wie sitzt es sich auf einer Holztoilette, wie ist der Komfort, wie haben die Gäste vielleicht auch das erste Mal reagiert, wie ist es mit der Entleerung und der Reinigung der Toilette. Und ja, das soll wirklich der Fokus sein, deshalb schaut vorher nochmal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist übrigens schön, dass ihr eingeschaltet habt. Anja ist hinter der Kamera, ich bin der Ilan. Wir wollten ja eine runde Toilette, aber in erster Linie eine platzsparende Lösung. Eine Lösung, die für das Auge visuell den Raum eher vergrößert als verkleinert. Und ich muss echt sagen, das ist mit dieser Toilette auch gelungen. Wir kommen hier rechts wunderbar vorbei und links wunderbar vorbei, sei es mit dem Staubsauger oder mit dem Wischer. Und wenn Anja, das macht sie ja immer ganz gerne, hier oben unseren Wäschetrockner anhängen möchte an die Dusche, habe ich trotzdem noch ein bisschen Platz. Ich fühle mich nicht eingeengt und das als 1 Meter, knapp 1,90 Meter Mensch. Also ja, also das Kriterium ist definitiv erfüllt. Kommen wir zum nächsten Kriterium und wahrscheinlich mit das Wichtigste auf meiner persönlichen Liste, die Geruchsbildung oder die Geruchsentwicklung. Ich kenne das schon von Trockentrenntoiletten, dass das ganz gut funktioniert. Aber so wie das hier funktioniert, habe ich auch noch nicht erlebt, weil die gar nicht riecht. Wenn ich jetzt mal dann doch mein Geschäft verrichtet habe und dann aufstehe und ich sehe, was sich da drin befindet, weil ich habe ja keine Schutzklappe, kann ich es aber nicht riechen. Es riecht? Überhaupt nicht. Es ist wirklich komisch, weil es ist seltsam. Ja? Es riecht nicht so, wie es aussieht. Und selbst wenn ich was sehe, weil unabhängig davon sieht man meistens nur Toilettenpapier. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Also das heißt, ich kann den Geruch nicht mit dem Visuellen verbinden und empfinde das momentan überhaupt nicht als ekelerregend, ne, dadurch. Es ist auch so, weil wir hatten ja mal Gäste zu Besuch, die haben das auch mal ausprobiert und sie waren sehr angenehm angetan, allein schon aus dem Grund, ich weiß nicht, ob ihr dieses Erlebnis auch schon kennt, wenn man irgendwo mal zu Gast ist und man muss dann doch groß, dann ist das natürlich mega peinlich, wenn dann alles danach riecht. Und man muss irgendwie die Fenster schnell aufmachen und was auch immer und hofft dann einfach, dass der Gastgeber jetzt nicht als nächstes auf Toilette muss, weil es so stinkt. Also das Thema haben wir hier gar nicht, weil wir wirklich keine Gerüche haben. Null. Der Hauptgrund, warum diese Toilette meiner Meinung nach nicht riecht, ist unser integrierter Lüfter. Ich kenne das ja nur, das System eigentlich primär mit Streu und Lüfter sogar. Aber in diesem Fall brauchen wir keinen Streu, weil wir den Lüfter haben. Und das macht sich wirklich im Alltag bemerkbar. Man hört den Lüfter auch nicht. Das war auch immer so ein Thema, ob ich den wahrnehme, auch nachts wahrnehme oder oben höre, wenn wir schlafen wollen. Ich höre ihn nur nachts, wenn ich auf Toilette gehe. Dann höre ich ihn ganz, ganz leise. Ansonsten nimmt man ihn gar nicht wahr. Und ein weiterer Grund bei so einem Trockentrennsystem, warum es nicht riecht, ist das System selbst, dass man eben das Flüssige von dem Festen trennt. Und das klappt hier eigentlich auch ganz gut, also jedenfalls für mich. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei Ilan. Bei mir klappt das nicht immer so reibungslos mit der Trennung. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich bei Frauen eher mal der Fall ist. Aber ja, bei mir kommt dann doch manchmal auch ein bisschen Urin hinten rein. Und da hatte ich dann erst die Befürchtung, oh je, nicht, dass es jetzt doch riecht. Aber es ist tatsächlich auch nicht der Fall. Vermutlich ist der Lüfter hier vollkommen ausreichend. Ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich nachträglich dann doch noch ein bisschen Einstreu geholt, um die Restfeuchtigkeit einfach rauszuziehen. Jetzt haben wir uns natürlich auch aus optischen und Komfortgründen für eine Holztoilette entschieden. Der Sitzkomfort, hat Ilan ja eben schon gesagt, ist total schön und man hat immer einen warmen Po, wenn man auf dem Klo sitzt. Das ist ganz angenehm. Aber man macht sich natürlich auch Gedanken oder die Gedanken haben wir uns gemacht, vielleicht auch aus durch mangelndes Wissen. Wie ist das mit der Hygiene und einer kompletten Holztoilette? Wie ist das mit der Reinigung? Ist das nicht unhygienisch? Wie funktioniert das? Und bei der Toilette ist es so, dass das Gehäuse ja mit Naturöl einfach nur behandelt ist und der Ring aber selbst, auf dem man sitzt, versiegelt ist.
Das heißt, den als auch das Gehäuse kann ich ganz normal auch feucht reinigen mit ganz normalen ökologischen Reinigungsmitteln. Eigentlich kommt nur meine Haut, mein Po mit dem Ring in Verbindung. Und wie wir das reinigen? Wir haben hier uns ein Gemisch gemacht aus Zitronensäure mit Wasser. Wir mischen jetzt bei diesen 500 Millilitern 2 Esslöffel Zitronensäure mit 500 Milliliter Wasser zusammen, schütteln das gut. Wir haben noch unser lieblingsätherisches Öl Zitronella. Und um eben dann auch Urinstein zu vermeiden, sprühen wir dann nach dem Pipi machen einfach hinterher. Oder wenn man das Gefühl hat, ach, ich würde da jetzt gerne ein bisschen nachspülen, haben wir immer auch noch so einen kleinen Trichter hier oder ein kleines Gläschen. Dann kann man auch mal, weiß ich nicht, 100 Milliliter nachgießen. Machen wir aber eigentlich total selten. Und mit diesem Reiniger können wir dann auch die Klobrille abputzen oder auch das Kunststoffgehäuse reinigen mit einem Lappen. Unten an dem Trennsystem haben wir auch noch ein kleines Urinsieb. Dieses kann man auch ganz einfach abnehmen und mit dem Reiniger oder einem anderen Reinigungsmittel sauber machen. Und was uns hieran auch ganz gut gefällt, ist, selbst wenn wir irgendwann in ein paar Jahren das Gefühl haben, ach, ich weiß nicht, irgendwie würde ich jetzt gerne mal dieses Trennsystem aus Kunststoff wechseln. Dann kann man das auch separat machen, ohne die Toilette neu kaufen zu müssen. Und man braucht halt auch keine Klobürste mehr. Das hat uns früher auch total genervt. Das ist ja auch so ein unansehnliches Teil, was auch neben dem Klo steht. Das fällt halt bei einer Trockentrenntoilette komplett weg. Kommen wir jetzt vielleicht nochmal zum ökologischen Aspekt. Wie ist das im Alltag? Wir benutzen ja jetzt hier gar kein Wasser für diese Toilette. Und das ist auch wirklich gut so, weil wir nur einen 147 Liter Tank zur Verfügung haben und wir haben mal ausgerechnet, jedenfalls kann man das auch im Internet nachrecherchieren, dass man im Schnitt zu zweit ungefähr 50 Liter am Tag selbst bei einer Sparspülung verwendet, also Wasser. Ungefähr ein Drittel unseres Tanks würde dafür draufgehen, unsere Fäkalien runterzuspülen, was wir natürlich total sinnlos finden. Ein weiterer schöner Aspekt ist aber auch, dass man die Spülung, da keine hier ist, auch nicht hört durchs Telefon, wenn der andere gerade ein wichtiges Telefonat führt. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich schmunzeln, aber es ist so, weil dieser Raum ja hier so komprimiert ist und wir so dünne Wände haben. Wenn es also nicht die Spülung ist, die einem schon verraten hat, dass das hier eine etwas andere Toilette ist, weil sonst fühlt sie sich wie eine ganz normale Toilette an, ist es spätestens der Moment der Entleerung, wo man dann merkt, okay, es ist eine Trockentrenntoilette. Und diese muss leider momentan, ist es bei uns so, einmal die Woche entleert werden. Und das sind Düfte, die ich jetzt nicht mit euch teilen möchte, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, also der Lüfter macht wirklich einen sehr guten Job. Das merkt man dann auch, was der wert ist. Wir machen es momentan so, dass wir den Beutel, weil das ein kompostierbarer Beutel ist, wir aber gar nicht kompostieren, den Deckel einfach raufhauen und das draußen quasi umtüten in einem weiteren Müllbeutel, einen herkömmlichen, und den schön dicht versiegeln oder verschließen, dass das eben nicht riecht. Das ist allerdings auch nur eine Übergangslösung, weil es natürlich total doof ist, nochmal die kompostierbaren Beutel mit einer Extratüte zu versiegeln. Wir machen das eher aus Rücksicht gegenüber den anderen Leuten, die diese Mülltonne auch noch verwenden. Und irgendwann möchten wir ja auch diesen Kreislaufgedanken, den wir mit einer Trockentrenntoilette haben, auch realisieren. Das heißt, wir möchten auch auf unserem künftigen Grundstück einen Kompost errichten, wo dann auch tatsächlich die Fäkalien direkt kompostiert werden können. Dann nach 2 bis 3 Jahren ein hochwertiger Humus entsteht und das wiederum dann, ob in den Blumenbeeten, dann wieder in den Kreislauf zurückgehen kann. Bei unserer Toilette haben wir ja auch keinen Urinbehälter, der regelmäßig geleert werden muss. Wir haben unter dem Haus einen etwas größeren Urinbehälter. Und auch das kann man dann später auf unserem künftigen Grundstück 1:10 verdünnt oder 1:8 verdünnt auch als hochwertigen Dünger verwenden, weil der Nährstoffgehalt halt enorm hoch ist. Und Ilan und ich ja auch wissen, was essen wir, was konsumieren wir, was landet in der Tonne und was landet dann später auch wieder im Garten. Also dieser Gedanke, den möchten wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Das ist jetzt noch eine Übergangslösung. Bevor ich es vergesse, es ist mir gerade eingefallen, wir wurden angesprochen oder schon jetzt ein paar Mal gefragt, ob wir denn auch ein Fliegenproblem haben in Kombination mit diesem Trockentrennsystem oder mit dieser Trockentrenntoilette. Nein, dem ist nicht so. Wir haben kein Fliegenproblem und wir haben noch nicht mal ein Netz installiert. Das hatten wir eigentlich schon vor einer Woche vorgehabt, dass wir das mal installieren, aber es war bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht notwendig. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, auch wenn wir auf unserem neuen Stellplatz stehen. Aber bis jetzt haben wir keine Probleme gehabt.
Ich möchte noch mal kurz auf ein Thema eingehen, was mir persönlich jetzt sehr wichtig ist. Wir haben ja damals, als wir die Toilette installiert haben, alles richtig angeschlossen, alles prima, Urinschlauch und Ablüfter. Nun ist es so, dass wir aber bei der Installation nicht darauf geachtet haben, dass das Gefälle auch schön gleichmäßig ist. Gemeinsam mit der Tatsache, dass wir bei unserem Urintank unter unserem Haus keine Entlüftung hatten, entstand ein Überdruck und es floss hier quasi oben wieder raus. Und das war ein Fehler bei unserer Installation. Tatsächlich, das ist mittlerweile behoben. A, indem ich die Leitungen alle nochmal schön gerade unter dem Haus befestigen konnte, also an unserem Anhänger. Und B, indem wir mittlerweile eine Entlüftung haben an unserem Urintank. Zum Schluss möchten wir natürlich auch nochmal über die Kosten sprechen. In unserem Fall ist es so gewesen, dass wir über Empfehlung auf die Firma Trobolo aufmerksam geworden sind und somit auch mit der Firma eine Kooperation geschlossen haben. Das heißt, Trobolo hat uns das Modell Tiny Blüm netterweise zur Verfügung gestellt, sodass wir im Gegenzug auch euch die Toilette als Alternative für die Tiny-Szene vorstellen können, unsere persönlichen Erfahrungswerte mit euch teilen. Was wir aber ganz wichtig finden, dass ihr auf der Website auch verschiedene Modelle findet, auch, ich glaube, ab 400 Euro aufwärts, wenn man sich zum Beispiel auch einen Selbstbausatz kauft, wenn man ganz individuell eine Toilette auch in seinen Camper oder ins Tiny House einbauen will. Und deshalb sind wir auch froh, dass wir von Trobolo netterweise für euch einen Rabattcode bekommen haben. Das heißt, wenn ihr beim Kauf den Code Trobolo-TinyDifference eingibt, kriegt ihr nochmal das Produkt etwas vergünstigt. Darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst uns gerne euer Feedback in den Kommentaren, lasst uns einen Daumen da. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!